Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja, jetzt habe ich ihn. Ein Igel auf der Jagd. Mhm. Psst, ich mache Tonaufnahmen für mein Geräuscharchiv. Und jetzt nachts gibt es ja ganz besondere Geräusche. Ja, ja. Habt ihr gehört? Ein Kreuzchen. Ja. Ja. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Da kam noch so was Großes, Dunkles geflogen von da drüben und dann rüber zum Nachbarn. Aber seltsam, ich habe nichts gehört. Was immer das war, das muss doch ein Geräusch gemacht haben. Ist hier vielleicht was drauf? Nee, seltsam. Herr Lustig! Herr Lustig! Herr Lustig! Psst, hier oben bin ich. Was ist denn los? Da ist was an mein Fenster gerumst. Was? Wenn ich das wüsste. Erst ein dumpfer Schlag, als hätte jemand was dagegen geworfen. Und dann dieses Geraschel. Geraschel? Ich natürlich sofort raus mit der Taschenlampe. Und dann habe ich es gesehen. Dunkelbraun, wie es ins Gebüsch gehuscht ist. Und dann hat es geheult. Geheult? Und wie ich es anleuchte, da dreht es sich um. Was? Es hatte orangefarbene Augen und Hörner auf dem Kopf. Mir ist vor Schreck die Taschenlampe aus der Hand gefallen. Na, da war es vielleicht ein Luchs oder eine Wildkatze. Nein, Herr Lustig, eine Katze war das nicht. Es ging auf zwei Beinen wie ein Pinguin, etwa so groß. Ja, ja. Das muss ein Kobold gewesen sein. Ein Kobold? Gibt's doch nur im Märchen. Aber nein, Herr Lustig. Die Sophie, die Wahrsagerin, die drüben am Bahngleis wohnt. Ja. Wissen Sie, was die gesagt hat? Nee. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie wieder im Anmarsch sind. Wer? Die Kobolde? Hm? Oh. Ist doch ein Märchen, das ist Aberglaube. Aber nein, Herr Lustig, ich hab's doch gehört. Die heulen, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Uhu! 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 Moment. Nochmal. Uhu! Uhu! Herr Lustig, ja. Sie müssen mir helfen. Kommen Sie mit. Sicher sitzt er noch da und lauert auf mich. Bitte, kommen Sie. Ja. Ja, sagen Sie mal, wo ist er denn nun, also dieses Wesen? Wo ist es denn langgelaufen? Da! Ach. Eine erste Spur. Ja. Eine seltsame Feder. Ah. Was ist? Hier, sehen Sie doch mal. Ja, was haben wir denn da? Ein Indiz. Also, ein runder Haufen ist es nicht. Das sieht aus wie... Das sind die Reste einer Ratte. Sehen Sie? Es ist doch ein Kobold. Igitt, er hat mir vors Haus gekotzt. Das ist typisch für Kobolde. Die fressen nämlich Ratten. Ach, Blödsinn. Geben Sie mir lieber mal... einen Moment. Ich hab's selbst. So, nehmen wir mit. Was wollen Sie denn damit? Jemandem zeigen, der was damit anfangen kann. So jemand gibt's? Ja. Ach, noch was. Könnten Sie nicht eine Zeichnung machen von diesem Wesen da, von diesem Kobold? Eine Zeichnung? Ja, ein Steckbrief, wie bei der Polizei. Eine Phantomzeichnung. Also ich weiß ja nicht, ob ich das kann. Ich kann es ja mal probieren. Aber ich sage Ihnen, es ist ein Kobold. Sehen Sie, so ein Ding hat mein Nachbar in seinem Garten gesehen. Und ich denke, das ist ein Tier. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen, in die Tierklinik. Was meinen Sie denn, was... Das ist sehr gruselig. Ja, aber seien Sie mir nicht böse, Herr Lustig. Ich habe wirklich was Wichtigeres zu tun. Moment noch, Herr Doktor, das müssen Sie sich mal anhören. Dieses Wesen hat so geklungen. Sehr interessant. interessant, aber die da drin warten auf mich. Ja, nein, noch was. Hier, das habe ich gefunden am Tatort. Was halten Sie denn davon? Das hier ist eine Taubenfeder. Und das hier? Aber die hier... Herr Dr. Schnauz. Moment, das geht gleich weiter. Die scheint von einer Eule zu sein. Ah. Der Farbe nach von einer Waldohreule. Auf jeden Fall von seinem Flügelende. Sehen Sie die Zackenlinien hier? Ist typisch für eine Eulenfeder. Bei der Taube ist der Rand ganz glatt. Ja, und warum ist dann aber eine Eulenfeder so ausgefranst? Sind die Eulen so unordentliche Vögel? Nein, das hat schon seinen Grund. Die Zacken machen den Federschlag lautlos. Sie hören absolut nichts, wenn die Eule fliegt. Ach, deshalb. Was? Naja, es war am selben Abend. Ich saß auf meiner Dachterrasse und da flog so ein dunkler Schatten über mich weg. Und ich habe absolut nichts gehört. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Der Kobold in Paschulkes Garten könnte eine Eule sein. Passt doch auf den Steckbrief. Die Ohren, die großen gelben Augen, die Figur, eine Waldohreule. Oder die hier, eine Sperbereule. Nee, die ist schwarz-weiß gefiedert, nicht bräunlich, aber derselbe stechende Blick. Nee, weiß war der Kobold ja nicht, also war es keine Schneeeule. Die lebt ja auch mehr im Norden, im Schnee, deshalb die Tarnfarbe. Wieder eine andere Verwandte, hübsch gepunktet. Dreh dich doch mal um. Huch, ein Schleier vorm Gesicht, muss eine Schleiereule sein. Und es gibt ja noch so viele andere Arten von Eulenvögeln, Sumpfohreulen, Zwergohreulen und dann die Kauze. Kauze, Käuzchen, nein, das sind nicht die Kinder von Eulen, sondern einfach nur kleine Eulen. Das hier ist ein Bartkauz. Was für ein Gesicht. Ein Steinkauz. Ein ziemlich kleiner Vogel. Und das ist die kleinste Eule überhaupt, der Sperlingskauz. So groß wie ein Star etwa, aber irgendwie eindrucksvoller. Der aber, Moment, ja, sowas könnte der Nachbar gesehen haben. Diese Ohren, diese Augen, diese würdige Haltung. Das ist ein Uhu. Die größte Eule überhaupt. Also der Feder nach könnte es dieser Uhu hier sein. Ja, die Größe kommt auch hin. Wie heißt er? Bubu. Das ist ein lateinischer Name, weil er immer so schreit. Ach so, Bubo. Ja, der Fall wird klarer. Die Mosaiksteinchen fügen sich zusammen. Mein Nachbar hat diese Ohren immer für Hörner gehalten, weil er glaubte, das sei ein Kobold. Das sind gar nicht seine Ohren, nur Zierfedern. Damit wirkt er größer, imposanter. Ja. Die Ohren sieht man gar nicht, die sitzen hier direkt neben den Augen. Ah ja, interessant. Aber was macht denn wohl der Nachbar inzwischen? Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Er hockt im Busch. Die Vögel haben ihn erkannt. Wir werden ihn vertreiben müssen, den Meister der Finsternis. Wir werden ihn ausräuchern. Ach, ich hab da noch was hier im Garten gefunden. Was ist das? Ach, sein Gewölle. Gewölle, was ist das? Gewölle nennt man das, was die Eulen erbrechen. Ach, das hat eine Eule ausgekotzt? Ja, das tun sie regelmäßig. Nach jeder Mahlzeit. Die sollten was anderes essen, wenn ihnen immer schlecht wird. Ne? Das ist schon in Ordnung. Eulen können nichts Hartes verdauen. Aber Adler und Falken, die werden mit allem fertig, mit Haut und Haar. Aber Eulenmägen schaffen nur Weiches. Jetzt wollen wir mal sehen, was diese Eule so gefressen hat. Hä? Mieswurz, Asch und Mäusezeck. Mieswurz, Asch und Mäusezeck. Morgen ist der Kobold weg. Morgen ist der Kobold weg. Weg, 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 weg. Ist ja eine echte kriminalistische Meisterleistung, die Sie da gemacht haben. Ja, was hat denn nun das Monster aus Nachbarsgarten so gefressen? Ist das nicht ein Igelstachel da? Ja, stimmt. Ach, der Uhu frisst Igel? Ja, tut er. Übrigens der einzige Vogel, der das kann. Mhm. Mal sehen, was der noch gefressen hat. Ah, hier, der Oberschenkel von einer Ratte. Ach. Schauen Sie mal. Und hier, Schulterblatt von einem Eichhörnchen. Und das da, ist das nicht ein Stück von einem Käfer? Ja, das ist die Panzer von einem Maikäfer. Ja, das ist ja ein echter Vielfraß, der Uhu. Ja, ist ja auch groß, muss also viel fressen. Ist deshalb die ganze Nacht unterwegs. Mhm. Aber das Fressen müssen kleine Eulen auch erst lernen. Fliegen können sie schon, aber wie geht das jetzt mit den Mäusen? Die Mutter guckt zu. Da unten liegt eine. Ach, danke. Aber wie nimmt man das Ganze jetzt auseinander? Es ist gar nicht so einfach. Hm. Na, guck zu, so macht man das. Gut festhalten die Maus und dann einfach im Stück runterschlucken. Mit Haut und Haaren, siehst du? Ich weiß nicht, ich nehme es lieber etwas auseinander. So, ja. Sowas haben nur Eulen. 2 Zehen vorn und 2 hinten. So können sie ihre Beute besser festhalten und sich selbst am Ast. Besonders, wenn man so rumwackelt, um die beste Flugschneise zu erkunden. Naja, man will ja heil durch das Geäst durchfliegen. Und dabei helfen die speziellen Eulenaugen. Im Dunkeln sind sie 10-mal empfindlicher als unsere. Man kann aber nicht alles haben. Diese Jagdaugen sind unbeweglich, sind immer starr nach vorn gerichtet. Deshalb muss die Eule den ganzen Kopf drehen, wenn sie woanders hinschauen will. Es war kein Problem für sie. Sie kann den Kopf fast ganz nach hinten verdrehen. Hilft aber alles nicht, wenn man tagsüber mal eine Maus findet. Man wird von diesen lauten Tagvögeln verjagt. Da kann man sich nur verstecken und auf die Nacht warten. Ja, das ist hier der Garten des Nachbarn, Herr Doktor. Und hier ist dieses geheimnisvolle Wesen aufgetaucht. Also das interessiert mich jetzt. Nach allem, was Sie gesagt haben, kann es sich nur um einen Bubu-Bubu handeln. Der ist selten. Und den will ich jetzt sehen. Ah, sehen Sie? Ja. Meine Güte, was ist denn das für ein Gezwitscher? Die regen sich auf. Das ganze Spektakel gilt bestimmt einer Eule. Aha. Ja, warum? Können dann die anderen Vögel Eulen nicht leiden? Oder was? Die haben Angst vor denen. Mit ihren großen Augen, dem starren Blick und der Geräuschlosigkeit. Ja. Weiche Hexenmeister, kreuz und quer, dich vertreibt mein Geisterkleister immer mehr. Herr Nachbar! Oh, Herr Lustig. Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Sie haben mich nur erschreckt. Ich vertreibe nämlich gerade den Kobold und das andere Gesocks. Das stinkt ja. Natürlich stinkt das. Verfaulte Rattenleber, Nieswurz, Brennnessel und Krötenschleim. Guten Tag. Ach, das ist übrigens der Dr. Schnauz von der Tierklinik. Der kennt sich nämlich aus mit Eulen. Wieso mit Eulen? Naja, Ihr Kobold könnte sich doch getarnt haben. Ne? Könnte sich verkleidet haben als Eule. Also, Herr Lustig. Naja, so. Wo steckt das Tier? Die Vögel sehen es doch, da müssten wir doch auch. Herr Lustig! Tatsächlich. Da ist sie. Ein Euro, ich hab's ja gewusst. Ja, ist das ein großes Tier. Ja, sehen Sie, Herr Paschulke, das ist Ihr Nachtmonster. Der Kobold, der Teuflische. Eine ganz normale Eule. Oder ist es ein Uhu, der Mann von der Eule? Nein, nein. Uhu ist nicht die männliche Eule. Er ist eine Eule. Eule ist der Oberbegriff. Aha. Aber wir haben ein Problem. Aha. Was für eins? Ich fürchte, sie hat sich im Flügel gebrochen. Ach. Das ist ein Weibchen. Die hat bestimmt irgendwo ein Nest mit Jungen, um die sie sich kümmern müsste. Aha. Ja, und? Ich werde ihr die Flügel schienen müssen. Kriegt einen Verband. Ach. Die muss mindestens 3-4 Wochen in der Klinik bleiben. Ach, ja, das würde ja bedeuten... Genau, dass die Jungen verhungern. Oder werden von einem Iltis gefressen. Ja, und das Männchen könnte das nicht? Ja, genau. Ja, normalerweise tut er das. Ja, die führen sogar ein richtiges Eheleben. Interessant. Da gibt's doch, ja, da gibt's die Eulen im alten Steinbruch, nicht weit von hier. Ob die auch so ein richtiges Familienleben führen? Gucken wir mal. Ist das nicht? Ja. Ja, das sind kleine Uhus. Und ihr Nest ist einfach ein Vorsprung in der Felswand. Haben den ganzen Tag verschlafen und jetzt sind sie hungrig. Es dämmert ja auch schon. Wo sind denn nun die Eltern? Da, die Mutter, passt auf. Na, dann könnte man doch ein bisschen... Na ja, Mutter hat ein Auge auf den Bengel. Komm doch mit. Bis zum Abendbrot ist noch Zeit. Na los. Da, der Vater macht sich auf den Weg und besorgt uns was. Also, ich gehe schon mal vor. Man kann hier leicht abstürzen. Hier ist alles so bröckelig. Aha, ja. Ja, hier war Vater vorhin. Ich sehe es doch. Da könnten wir doch auch. Ja. Komm schon, wo bleibst du denn? Es gibt doch noch so viel zu entdecken. Hm. Ja, also alleine macht es keinen Spaß. Na, was ist jetzt? Kommst du mit? Hm. Na komm. Nicht? Na ja, dann eben nicht. Na? Na ja. Nun trau dich. Ja, endlich wagt sich auch die Schwester raus. Geht aber lieber zu Fuß. Und große Füße hat sie ja. Immer schön vorsichtig, ja? Hoppla. Was macht denn der Bruder da? Das Frühstück kommt wieder hoch. Na ja, dann ist ja Platz fürs Abendbrot. Los, ab ins Nest. Nee, ich trau mich nicht. Krähen sind in der Nähe. Siehst du? Blöde Krähen. Die dummen Tagvögel. Sollen uns in Ruhe lassen. So, aber jetzt ab nach Hause. Wo bleibst du denn? Na siehste, war doch ein schöner Ausflug. Tapfer waren wir. Die blöden Krähen haben sich beruhigt. Und Vater kommt bald mit dem Abendbrot, wirst sehen. Ich habe jetzt den Flügel geschient. Ja, ja. Ja, aber wenn Sie jetzt das Weibchen mitnehmen in die Klinik, dann könnte sich doch der Vater um die Jungen kümmern. Ja. Das wird er nicht tun. Er wird seine Beute nicht an die Jungen verfüttern. Vielleicht aber ist er auch schon tot. Sie meinen also, dass da irgendwo im Wald ein paar kleine Uhus sitzen und nach Essen schreien und keiner füttert sie? Das geht doch nicht, Herr Lustig. Da muss man doch was tun. Genau, Herr Paschulke. Wir werden etwas unternehmen. Also, Herr Lustig, ein bisschen unheimlich ist mir das schon. Also, ich weiß ja jetzt, dass das in meinem Garten kein Kobold war. Aber so ein ausgewachsener Riesen-Uhu. Herr Paschulke, es geht um die kleinen Uhus. Wenn wir die nicht retten, müssen sie verhungern. Ja. Aber jetzt müssen wir die Sache mal systematisch angehen. Halten Sie noch mal das Licht. Sehen Sie, Sie wohnen hier. Hm? Jetzt machen wir mal einen Kreis drumherum, ungefähr einen halben Kilometer Radius. Weiter würde sich ein Uhu nicht entfernen vom Nest, hat der Doktor gesagt. Ja, hier ist alles bebaut. Da waren wir schon. Das Nest muss irgendwo hier sein. Ja. Da geht's lang. Ja. Ja. Machen Sie mal Ihr Licht aus. Was? Ja. Bei der Dunkelheit kann man doch nichts sehen. Ich schon. Mit dem Restlichtverstärker hier. Das ist ein ganz besonderes Fernglas. Das benutzt auch noch das kleinste Lichtrestchen. Ja, und dann kann man alles wunderbar sehen, wie am helllichten Tag. Hier, sind Sie mal durch. Oh, das ist ja unglaublich. Man kann wirklich alles sehen. Das sind ja Rehe. Psst. Um diese Zeit? Ja. Echte Rehe. Da sind noch viele Tiere unterwegs jetzt. Ja. Haben Sie gehört? Käuzchen. Ein Totenvogel. Hört sich auch an wie, komm mit, komm mit. Ja, bleiben Sie lieber da. Ach, was ist das denn da? Zeigen Sie mal. Oh, das ist ja Semmelroths Katze. Was macht denn die um diese Zeit mitten im Wald? Ja, ist vielleicht auf der Jagd nach jungen Uhus. Kommen Sie, wir müssen uns beeilen. Herr Lustig, ja. Wie wär's denn mit einem kleinen Picknick? Ich habe zufällig ein paar belegte Brote dabei. Ja, also, Moment. Psst, psst, psst. Hören Sie was? Ja, das müssen Sie sein. Hier der alte Baumstamm. Leuchten Sie mal. Ja, ja, da oben, da. Das sind sie. Ja, machen wir mal eine Räuberleiter. Oh ja. Ja. Nein, ja. Sie unten, ich oben. Also ja, verstehe. Ja, also. Ja, ja, da sind sie ja. Oh Gott, sind die süß. Wenn Sie das sehen könnten, danach baut alle wohl auf. Oh Gott. Aber die werden doch Hunger haben, die Kleinen, Herr Lustig. Ich habe extra ganz feines Hackfleisch dabei. Nein, um Gottes Willen. Nicht doch. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Ich muss mir erst mal die Handschuhe anziehen. Ja, ist gut. Ja. Denn sonst riechen die Kleinen nach mir. Nicht? Und dann nimmt sie die Mutter nicht mehr an. So, jetzt machen wir mal. Ihr seht ja, Happy End, nicht? Die kleinen Uhus sind gerettet, wir können endlich ins Bett und ihr könnt abschalten. Genau. So, dann wollen wir mal. Jetzt möchte ich die kleinen Uhus aber auch mal sehen, Herr Lustig.